In den sozialen Netzwerken kursieren derzeit Videos über diesen Fall. Die Videos sind besonders in asylkritischen Foren zu finden. Die Szene spielte sich bereits am 21. Mai gegen 18 Uhr im Nettomarkt an der Stolpner Straße im sächsischen Arnsdorf ab. Das Video zeigt, wie mehrere Männer auf einen Iraker losgehen. Was das Video nicht zeigt, die Männer zerrten ihn anschließend nach draußen und fesselten ihn an einem Baum. Was war passiert? Bild liegt der Polizeibericht vor. Der 21-jährige Iraker ist in der örtlichen Psychiatrie untergebracht. Zur Zeit der Videoaufnahme war er bereits zum dritten Mal im Nettomarkt, weil er Probleme mit einer gekauften Telefonkarte hatte. Aufgrund sprachlicher Defizite konnten sich die Mitarbeiter und der Betroffene jedoch nicht miteinander verständigen. Im Video ist nun zu erkennen, wie der Mann mit einer Flasche in der Hand im Kassenbereich steht und mit den Angestellten diskutiert. Dann stürmen plötzlich drei Männer in den Einkaufsmarkt. Sie nehmen dem Iraker die Flasche ab, schlagen auf ihn ein und zerren ihn gemeinsam aus dem Gebäude. Dabei ist deutlich eine Frau im Hintergrund zu hören. Es ist schon schade, dass man eine Bürgerwehr braucht, oder? Wurde etwa diese sogenannte Bürgerwehr gerufen und erst danach die Polizei? Als die Polizisten eintreffen, schicken sie die drei Männer weg. Ein Polizeisprecher erklärt, es war den Streifenpolizisten vor Ort nicht möglich, die Personalien in der heiklen Situation aufzunehmen. Gegen das Trio der vermeintlichen Bürgerwehr wird nun wegen Freiheitsberaubung ermittelt. Gegen den Asylbewerber läuft ein Verfahren wegen Bedrohung. Auch der Staatsschutz hat sich eingeschaltet.